Alter, was ist das für ein Bug? Was ist das für eine Linie, ey? Das ist einfach so ein Streifen. WTF. Oh, war nicht schlecht. War aber auch abseits. Morgen wird, wie gesagt, auch mein erstes Video dann schon kommen. Das wird ein richtig, richtig cooles Video, haben wir schon aufgenommen. Das habe ich schon gespoilert, haben wir schon aufgenommen. Was wird da wohl kommen? Und war richtig aufwendig, war richtig nice. Viel Spaß gemacht und ich bin gespannt, wie ihr das findet. Und Sonntag setze ich dann nochmal aus, aber dann wird es wieder richtig, richtig viele Videos geben. Vielleicht nicht jeden Tag, aber jeden zweiten wird es auf jeden Fall Videos geben. Auf jeden Fall. Also es gibt dann mal Tage, wo es zwei hintereinander gibt, dann gibt es mal wieder einen Tag Pause, dann wieder zwei hintereinander oder so. Also wird auf jeden Fall verrückt. Das ist viel, es ist wirklich viel geplant. Also ich habe mir sehr, sehr viele Gedanken gemacht, was ich 2020 starten möchte, was ich 2020 alles bringen möchte, was ich verändern möchte und was auch immer. Und mir sind einige Sachen eingefallen. Und dementsprechend wird es einiges Neues geben. Oh, ja. Ja, scheiße, Mann. Was ist eigentlich mit dem Event heute? Was für ein Event? F1-Stream irgendwann, ja sicherlich. Also F1 ist so ein Spiel. Ich habe da echt verdammt viel Bock drauf. Also ich bin echt nicht so der Beste darin, aber ich habe verdammt viel Bock drauf. Wir haben ja jetzt die erste Saison von F1 2019 ist das. Haben wir ja gespielt. Und wir haben ja angekündigt. Lol, jetzt leckt's, jetzt leckt's, es leckt, es leckt, es leckt, es leckt. WTF, was ist jetzt los? Und wir kriegen das 3-0. Alter, was ist jetzt? LOL! Alter, what the heck? Ich muss mal kurz was umstöpseln. Das hatte ich noch nie. Es ist gerade zum Glück Pause, aber what the fuck? What the fuck war das? Ich bin noch nicht ans Kabel gekommen. Das ist doch. Alter, was läuft heute alles falsch? Ich krieg gleich das Kotzen, ey. Auf jeden Fall wollen wir ja eine zweite Saison starten in F1, wo wir gegeneinander fahren, also ich gegen Jan. Und vor dieser Saison, beziehungsweise auch während der Saison, möchte ich dann mehr trainieren, weil ich will die Saison nicht wieder so schlecht abschneiden wie diese jetzige, weil die war schon echt scheiße. Und ich war, glaube ich, Platz 8 am Ende, was okay ist, aber ich bin schon oft rausgeflogen. Und deswegen so Leichtsinnsfehlern, sage ich mal. Da werde ich oft trainieren wollen und üben wollen, vor allem vorweg auch schon mal. Und eventuell dann auch zwischendurch, wie gesagt, bei wichtigen Rennen, die ich üben müsste. Und das werde ich sicherlich livestreamen und zusammen mit euch dann ein bisschen üben. Weil das dann halt einfach auch lustig ist. Alter, die machen uns richtig fertig. Das ist echt absolut Drip. Ich meine, ich habe schon am Anfang gesagt, es sieht irgendwie so aus, als hätten die alle so ein 87 bis 90er Rating, weil die echt viel, viel schneller sind und viel, viel krasser einfach gefühlt. Aber die machen uns echt richtig fertig.
Sonst hätte ich sie umsonst gegeben. Ja, umsonst hast du es mir ja sowieso gegeben. Ha, 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 ha. Also, kostenlos. So, jetzt. Nee, wird abgeblockt. Ich hätte ihn wahrscheinlich eh nicht reinmachen können. Also, was ich auf jeden Fall auch vorhaben werde, ist das, wie Jan das immer gemacht hat. Das habe ich nämlich noch nie gemacht, wenn ich eine normale Karriere habe, also nicht Formel 1 jetzt, sondern FIFA oder PES, hat Jan immer die Transferphase gelivestreamt und das werde ich dieses Mal auch machen mit Greuther Fürth, mit dem Torwart Ter Stegen und mit Bayern bei PES. Werde ich das auf jeden Fall machen, also sobald ich die Transferphasen erreicht habe, wird jedes Mal ein, scheiße, Mann, ich habe noch gedrückt, dass er den irgendwie vielleicht mit der Hacke oder so noch irgendwie reinleiten kann, also. Da werde ich auf jeden Fall Livestream machen, weil es ist immer so, man will ja dann wissen, welche Spiele man kaufen soll. Und klar schreiben die Leute einem Vorschläge, also ihr. Aber im Livestream ist es halt nochmal krasser mit den Vorschlägen. Und dann hat man halt direkt eine Interaktion quasi mit euch. Oder kann mit euch quasi besprechen, wen man sich kaufen soll oder nicht. Und das fände ich halt richtig, richtig cool. Und das will ich dieses Jahr auf jeden Fall angehen und werde ich auch machen. Das werde ich auf jeden Fall streamen. Dann mit Jan ein paar Sachen. ETS wollten wir vielleicht auch mal wieder machen. Formel 1 dann wie gesagt. Und ich bin scheiße, weil ich den Ball nicht durchbringe. Okay, ich probiere jetzt gut reinzulaufen. Ja, okay, da hinten. Komm! Was? Warum habe ich den nicht getroffen? Also mal abgesehen davon, dass es eh nicht gezählt hätte, aber... Warum habe ich den denn nicht getroffen? What the fuck? Merk schon, das läuft richtig gut. Liga ist richtig am Schwitzen. Vor allem, welche Liga sind wir? 7? Oder so, glaube ich. Also, ist ja gar nicht so schlecht. Nur, dass das wir fast noch nie gespielt haben, kann man schon mal machen. Joey ist einfach irgendwie so 8 Meter groß, ey. Das ist so krass. Lol, was war das für ein schlechter Pass? Ich glaube, ich muss mir demnächst, wenn ich hier wieder Erfahrungspunkte habe, wie vorhin, nicht auf Schuss gehen, sondern einfach auf Schnelligkeit. Weil, echt, das ist in PES, ist das... Naja, unrelevant will ich jetzt nicht sagen, aber echt nicht so relevant. Und hier in FIFA ist einfach, es besteht alles aus Schnelligkeit einfach. Der Pass war scheiße, ich hätte selber schießen müssen. Aber ich dachte so, jo, der steht noch besser, aber er stand halt echt gar nicht viel besser als ich. Jetzt, der sieht gut aus und der ist drin, endlich. Anschluss 4-1, wenn man das überhaupt Anschluss nennen kann, Ehrentreffer eher, würde ich sagen. Aber nice gemacht. Nice, nice, nice. Schnelligkeit ist halt so wichtig in FIFA. Und man sieht's gerade, ich habe keine Ausdauer mehr, um da hinterher zu kommen irgendwie. Geschweige denn Schnelligkeit. Das ist echt schwach. Also, Kopfballmonster Joey ist auf jeden Fall am Start. Meine Elgato spackt richtig rum auch wieder.
Es backt schon wieder rum. Alter, was soll denn die Scheiße? Wir kriegen jetzt wahrscheinlich eh das nächste Tor. Oh, was ein Scheiß. Wie dumm. Aber es funktioniert jetzt. Für kurze Zeit zumindest. Ich hoffe, dass das jetzt nicht wieder abschmiert. Also ein Try geben wir dem Ganzen jetzt noch. Ich wollte ja sowieso nur in Anführungszeichen bis 18:30 streamen. Wenn das die nächste halbe Stunde rund läuft, freue ich mich. Wenn nicht, flippe ich nämlich komplett aus. Es läuft so scheiße aktuell. Ohne Spaß. Warum? Ich habe nichts gemacht. Ich habe so ein Pech, Leute. War richtig komisch, dieses Gesicht. Okay, an alle, die jetzt nochmal reingeschaltet haben, natürlich könnt ihr mitmachen. Ihr müsst einfach FC Mike Army dem Club da beitreten. Ihr müsst einfach FC Mike Army dem Club beitreten, falls ihr noch nicht beigetreten seid. 15 Mitglieder haben wir schon. Falls ihr noch nicht beigetreten seid, müsst ihr einfach eine Freundschaftsanfrage an mich schicken. Also hier an Mike56302. Und falls ihr mir dann eine Anfrage geschickt habt, dann müsst ihr einfach FIFA nochmal neu starten. Also falls ich die Anfrage angenommen habe, ich nehme mal kurz neue an, falls neue da sind, es sind keine neuen da, dann lasse ich's. Falls ich die Anfrage von euch angenommen habe, dann müsst ihr einfach FIFA nochmal neu starten und dann bei Pro Club Verein von Freunden suchen. Wir warten noch kurz. Was ist sie jetzt schon wieder, ey? Ich krieg so das Kotzen, ohne Spaß. In was für Modus befindet sich gerade meine Kamera? Zeigt mir gerade richtig komische Sachen an. RGB-Beleuchtung und so ist am Start. Kann man machen. So, ich gehe mal ins Team rein. Also wie gesagt, ich nehme jetzt gleich nochmal Freundschaftsanfragen an, falls welche reinkommen. Und dann einfach FC Mike Army hier beitreten. Und ja, Joey, du darfst theoretisch alle spielen, solange du ganz normal passt. Ne, kurz warten. Also einfach eine Freundschaftsanfrage an Mike56302 schicken. Warte nochmal kurz, Joey. Hilfe, Hilfe. Da gibt's noch einen, der nein will. Lieber warten wir kurz und lassen ihn gleich mit rein, weil... Weil wir... Ja, eh nur bis 18:30 mal, aber ich habe keine neuen Anfragen bekommen, aber er kommt auch kurz rein, er ist offensichtlich schon im Verein. Ich weiß nicht, was heute los ist, echt ohne Müll. Es ist so ein Scheißtag. Warum funktioniert das nicht? Es ist so ein komischer Stream einfach. Mein erster Stream, aber es funktioniert nicht. Die Kamera zeigt mir gerade irgendwas von RGB-Beleuchtung, Helligkeit an. Ich habe den Modus irgendwie safe umgestellt. Ja, Leute, machen wir in Zukunft jetzt so. Perfekt. WTF. Warum kann man das drehen? Ja, keine Ahnung. Hier, RGB-Beleuchtung ist am Start. Die Hand wird irgendwie so komisch ausgeschnitten. Also irgendwie läuft gar nichts. Wahrscheinlich kackt gleich wieder die PlayStation, die Elgato ab. Ja, perfekt. So, dann gucken wir nochmal hier auf den Stream. Auf meinem Handy den Stream nochmal öffnen. Ich bedanke mich für 24 Likes. Wie gesagt, falls ihr mich unterstützen wollt, gerne ein Like da geben. Falls ihr wollt, dass ich bessere Streamqualität habe, einfach mal was spenden oder Mitglied werden. Ja, upsi. Wann darfst du starten? Jetzt darfst du starten. Also...
Ich weiß nicht, wann er da ist. Das ist die gute Frage, ne? Ah, jetzt ist er da. Ja, perfekt. Dann kannst du auch gleich starten. Er ist schon da. Einwandfrei. War natürlich so geplant. Und dann probieren wir noch mal ein, zwei Games zu machen, je nachdem. Und also wenn das jetzt rund läuft, perfekt läuft, dann machen wir noch zwei Games und wenn nicht, dann machen wir nur noch ein Game. Startest du oder was wird das? Komm, start einfach. Ja, dein Pro ist Stürmer, aber das Problem ist, dass es eigentlich, wenn man mit Zuschauern spielt, das ist eh kein. Ja, hast du nicht einen anderen Pro oder so? Also ich warte. Solange du dich beeilst, warte ich. Welche Party, fragt er. Ja, wenn du dem Michael, also dem Ace unterstrich King unterstrich Mr. Rice unterstrich eine Anfrage schickst, der organisiert das quasi immer mit dem Pro Club, dann kannst du in eine Party mit eintreten, beziehungsweise wirst du mit eingeladen und dann könnt ihr da ein bisschen quatschen. So. Okay, dann starten wir mal rein. Jetzt laggt die Kamera bestimmt wieder. Ja, perfekt. Okay, das mit der Kamera funktioniert also nicht. Also während des Spiels mache ich die wieder aus. Sofern das Spiel jetzt lagfrei funktioniert, machen wir dieses und noch eins. Sofern es nicht gut funktioniert, machen wir nur noch dieses Spiel. Also seid auf was gefasst. Wird auf jeden Fall spannend. Ich bin gespannt, ob wir gewinnen können. Unser erstes Ligaspiel gerade eben haben wir ja nicht gewinnen können. Unser zweites jetzt, schauen wir mal. Wäre eigentlich gut, weil wir haben die Challenge gewonnen. Kopfball und Volleys haben wir gewinnen können. Ja, dann haben wir Liga verloren und jetzt Liga gewinnen. Das wäre eigentlich ganz nice. So, Joey hat auch mehrere Spieler. Und ich hoffe, dass Joey aber schön weiter passt und das perfekt macht. Aber solange wir heute nicht voll sind und wir haben aktuell gerade 11 Zuschauer und haben davon, ich weiß nicht, wie viele sind im Team gerade, so sieben, sechs, sieben Leute. Jawohl, da ist es schon, das 1 zu 0, das ist doch schon mal nice. Es gibt ja auch Livestreams, wo wir komplett 11 Spieler plus Auswechselbank plus alles voll sind. Da kann's dann, können wir das natürlich nicht machen, dass einer dann mehrere Spieler übernimmt. Aber hier, for the win, ja, nur für die Statistik, kann das Joey gerne machen. Welche Kameraeinstellung ich hier bei FIFA habe, kann ich gleich mal zeigen. Ich guck mal kurz nach. Währenddessen wir wahrscheinlich gar ein Tor kassieren. Es gibt auf jeden Fall eine krasse Konterchance. Er ist drüber. Übertragung Tele habe ich und das einmal hier die Sachen 13, 0, 10, 10, 10. Jetzt weiß ich Bescheid.
wird ein bisschen getänzelt auf den Außen. Leider bin ich nicht so der Kopfballstarke, deswegen muss ich mich da immer ein bisschen probieren, frei zu laufen, damit ich dann Volley machen kann. Alter, was war das für eine Blutgrätsche? Jo. Nice, das war gut. Oh, Scheiße. War gefährlich. Ach, stimmt, es gibt ja Doppelsturm in diesem, also jetzt in diesem Spiel. Ich glaube, ich bin gerade die ganze Zeit auf der falschen Position, deswegen. So war abseits, naja. Stimmt, ich bin linker Sturm, ich bin unten. Der gelbe Spieler hier ist rechter Sturm. Upsi, sorry. Ja, dann halte ich mich jetzt mal ein bisschen an meine Position auch. Und mach vielleicht auch mal ein Tor dadurch. Positionsspiel ist enorm wichtig, ja. Ich habe nur eine 6,0, das ist echt schwach und das war richtig knapp. Also ich hätte mich nicht getraut rauszugehen als Torwart. Er hat's gemacht. Es war verdammt knapp. Also, den habe ich schon drin gesehen. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich der beste Torwart bin. Meine Torwartkarriere ist ja mega geil. Aber online ist es sowieso ganz, ganz komisch. Also online Torwart zu spielen, habe ich auch schon mal gemacht bei Pro Club. Das ist schon hart, also. Da musst du schon echt geübt drin sein. Und einen guten Pro haben. Also er hat, glaube ich, eine 87 oder so. Das ist schon notwendig, finde ich. Also ich kann es nicht mit einem schlechteren. In der Karriere geht's, aber Pro Club, das ist schon echt hartig. Ich würde sagen, er schießt ihn direkt. Oder er schießt einfach gar nicht, das kann auch sein. Ja, perfekt, er passt einfach unserem. Nice. So, jetzt könnten wir einen guten Angriff fahren. Angriff wieder unterbunden. Ja, das war gut gemacht. LOL, was? Kein Foul, was? WTF? Verarschen Schiri oder was? Nice. Dafür pfeift er jetzt Freistoß. Okay, also es ist nicht einfach, dieses Spiel. Weil wir nach vorne raus, finde ich, nicht gut arbeiten. Und jetzt bin ich gefordert, nach vorne raus gut zu arbeiten. Werde es wahrscheinlich auch absolut verkacken. Nee, habe ich nicht. Ich habe es nicht schlecht gemacht und er haut ihn rein. Jawohl, gut gemacht. Cooler Kopfball. 2 zu 0. Nice. Hätte ich nicht gedacht. Hätte ich nicht gedacht. Das ist nice. Vor der Halbzeit hier nochmal das 2 zu 0 gemacht.
Wenn wir aus jeder Chance sowas machen würden. So einen guten Angriff. Aber dann müsste ich jeden Angriff einleiten, ne? Ja, den gewinne ich, aber es bringt nichts. Schade. Gut, Halbzeit. Ich muss mal kurz mein Handy anstöpseln. Zum Laden, nicht? So, da ist mein Zeugs. Halbzeit 2-0. Ich habe eine Vorlage gemacht. Finde ich schon mal richtig nice. Huch, was habe ich jetzt gedrückt? Ah ja, genau. Wir haben zwei Tore, aber nur einen Schuss und einen aufs Tor. Perfekt. Genau so machen wir das. So, von mir aus können wir die zweite Hälfte starten. Bisher läuft es aber ganz gut. Läuft rund und flüssig. Entweder das ist das letzte Game oder das nächste, je nachdem. Wenn wir jetzt weiterhin gut hier den Stream weiter fortführen können und vielleicht sogar noch gewinnen. Vielleicht machen wir noch ein Game, aber dann mehr auf jeden Fall nicht. Also, es ist allgemein sehr kurz gewesen, der Stream heute, aber der war auch echt technisch kacke heute. Also, Kamera funktioniert nicht während des Games, dann funktioniert manchmal das Gameplay nicht. Das ist schon echt scheiße gewesen. Bin ich fast schon froh, dass er nicht zu lange geht, der Stream. Jetzt bist du gefordert. Nee, Schuss geht vorbei. Okay, bei den Abstößen aus der Hand habe ich jetzt deine Strategie durchschaut. Das hast du jetzt nämlich schon ein paar Mal gemacht und ich habe es ein paar Mal vergessen, dass ich da mit nach vorne renne. Ja, scheiße, ich bin da so blockiert worden plötzlich. Ich hatte nämlich schon auf X gedrückt jetzt. Aber das war echt irgendwie kacke. Ja, es wird Freistoß geben. Also beim nächsten Abstoß aus der Hand werde ich auf jeden Fall Vollgas nach vorne sprinten. Vielleicht bekomme ich ihn ja. Man muss halt aufpassen wegen Abseits und so, oder? Zählt als Abseits, ne? Wenn ich hinter der Linie stehe, oder? Keine Ahnung. Aber jetzt zum Beispiel werde ich Vollgas geben. Nee, okay, jetzt macht er natürlich keinen Aufschlag. Aufschlag, Abschlag. Das wäre geil gewesen. War es aber leider nicht. Na, Joey. Perfekt. Aber das machen die Leute hier echt schön. Also ich weiß gerade nicht, wer genau alles mitspielt. Aber wir machen es echt gerade schön. Also wir spielen nicht egoistisch oder so, sondern passen schön ab. Auch nach hinten zum Torwart mal geben. Mal auf Nummer sicher. Finde ich nice. So macht der Spaß. Und wenn wir dann noch 2-0 führen, macht es noch mehr Spaß. Nice. Genau so war es geplant. Nein, er pfeift, was für ein Arschloch. Das war echt... Ah, das hätte er echt laufen lassen können.
Schon wieder auf der falschen Seite. Come on jetzt. Oh nein. 2-1. Ich hab gesagt, come on jetzt, dass wir wieder nach vorne raus Gas geben. Und dann kassieren wir es hinten. Das ist nicht geil. Oh jetzt. Das sieht gut aus. Jetzt muss er nur noch machen. Jawohl. Perfekt. Sehr stark. Eiskalt geblieben. Richtig cool gemacht. 3-1. Nice. Und den Ball direkt wieder geholt. Schade, dass er nicht weitergeben konnte. Oh, jetzt. Der Pass war ja richtig komisch. Jawohl, sehr schön. Schade. So Leute, ich würde auf jeden Fall sagen, stellt euch schon mal darauf ein, dass das wirklich das letzte Game ist. Ich weiß nicht, ich hab Angst, wenn ich jetzt noch eins mache, dass wieder alles schief geht. Also im letzten Game lief ja jetzt eigentlich alles rund. Und ich habe jetzt nochmal dran gedacht, also ich werde natürlich die Szenen rauscutten. Die Szenen, wo unwichtig waren, also wo wir keine Spiele gemacht haben, wo ich nicht geredet habe, werde ich rauscutten. Aber alles andere werde ich quasi nochmal nachher als Stream hochladen. Schade. Und ja, dafür streamen wir schon lang genug. Also dann ist die Folge vom Stream dann ungefähr eine Stunde lang. Und das ist auf jeden Fall in Ordnung. Also, falls ihr gegrüßt werden möchtet, könnt ihr das gerne schon mal reinschreiben. Ich sehe, hier ist auch noch jemand dazugekommen, aber das ist aber dann schon das letzte Spiel heute. Digga, wo bin ich denn? Ich suche mich gerade die ganze Zeit. Da hinten bin ich. Und jetzt nochmal eine Vorlage gegeben. Schade. Wäre cool gewesen. 10 Minuten haben wir noch. Hier kann sogar noch ein 3-3 kommen, ne? Wenn wir jetzt nicht aufpassen. Nee, so pessimistisch bin ich aber nicht. Wir machen eher noch ein 5-1 oder sowas. Das schon eher. Kriegt er ihn? Nee, kriegt er nicht. Oder es bleibt einfach so. Das wäre wahrscheinlich das Realistischste. Schade. Schade, Teil 2. Ja. Ich komme zwar nochmal, aber ich habe Vertrauen. Haben sie auch gut wieder verteidigt. Gut abgegrätscht dann nochmal. Lol. Oh, das war auch nice. Guter Eckball, ungefähr 400 km/h. Die Annahme war unmöglich. Hat er auch nicht geschafft. So, jetzt kann es mal was werden. Schade. Im Rückraum wäre ich gewesen, aber das macht nichts. Das Spiel haben wir trotzdem gewonnen mit 3-1. Vielleicht sogar noch was jetzt. Noch eine Möglichkeit könnte es eventuell geben. Oh! Hallo Schiedsrichter! Kann man aber auch nochmal einen Elfer pfeifen oder so? Weiß ich nicht.
So, wir machen die Kamera wieder an. Jetzt sollte es nämlich wieder halbwegs funktionieren. So, das Spiel ist aus und tada, die Kamera funktioniert. Und von daher ist das perfekt. Kann ich sie noch ein bisschen größer machen, dass ihr meine häselige Fresse nochmal seht. Und dann machen wir hier. Okay, also schade, wegen Elva wolltet ihr gönnen. Ja, wäre auf jeden Fall nice gewesen. Dann hätte ich ihn schön daneben ballern können. Okay, wie gesagt, der Stream war auf jeden Fall komplettes Chaos. War richtig komisch. Es tut mir leid. Keine Ahnung, für alle, die ihn jetzt so gesehen haben, den Livestream nachträglich, oder auch für alle, die ihn live mitverfolgt haben, ja, er war auf jeden Fall komisch, in Zukunft werde ich mich auf jeden Fall noch ein bisschen verbessern, aber, ja, ich hatte trotzdem Spaß, ich hoffe ihr auch, und falls ihr gegrüßt werden wollt, unbedingt nochmal in den Chat reinschreiben, und dann würde ich mich verabschieden. Ich muss nämlich nochmal ein, zwei Telefonate führen, ein bisschen was abklären. Wollte noch ein Video schneiden. Für morgen habe ich ja schon geschnitten, aber für nächste Woche, Anfang nächste Woche, muss ich noch was fertig schneiden, was ich auch schon aufgenommen habe. Ja, und das wäre ganz geil, wenn ich das heute Abend fertig bekomme. Weil morgen bin ich weg. Sonntag muss ich was für die Schule machen und Montag wird es dann zu knapp, wenn ich dann von der Schule komme. So, das ist verrückt. Naja, auf jeden Fall, wie gesagt, danke an alle, die dabei waren. Ich grüße einmal den Skander, keine Ahnung, Grüße gehen raus an dich. Hab den Eltern rausgeholt, oder? Hab den Elver rausgeholt und er pfeift nicht. Ja, rausgeholt, oder? Genau. Nee, aber war auf jeden Fall richtig komisch, dass er nicht gepfiffen hat, fand ich auch. Naja, ich grüße auf jeden Fall den Scanner, dann grüße ich einmal Michael. Schön, dass du mit dabei warst. Ihr könnt, wie gesagt, alle in die WhatsApp-Gruppe beitreten. Habe ich den Link noch kopiert? Ja, habe ich noch. Ihr könnt einmal alle hier der WhatsApp-Gruppe beitreten. Oh, ich habe eine Spende reinbekommen. Aber leider nicht über Tippy Stream, sonst würde man jetzt Musik hören. Aber ist egal. Nice one, Joey. Mega geil. Finde ich richtig cool von dir nochmal. Weiß, dass du mir immer schon geholfen hast. Ja, und du bist ja auch Mitglied auf meinem Kanal hier. Du unterstützt mich immer mega. Und, doch, kommt sogar rein. Ah, ist das laut. Ich weiß nicht, ob ihr es auch hört. Aber es ist sau laut. Mann. Digga. Ihr hört nichts, schreibt ihr. Scheiße. Mein Controller ist erstmal runtergefallen. Alter, ich höre nichts mehr. Ist das laut? Scheiße. Oh. Alter. Fuck, das wird immer lauter zum Ende raus. schade, dass ihr nichts gehört habt. Ich habe auf jeden Fall Ohrenkrebs jetzt. ja, danke dir auf jeden Fall. Du hast sogar geschrieben, kommt bei Superchat auch, dauert nur 30 Sekunden. Also wie gesagt, du unterstützt mich immer, Joey, und ich danke dir, dass du es wieder tust. Danke für die 2 Euro. Dich grüße ich natürlich in dem Zug auch. Dann einmal Servutzle, ich grüße dich auch. Michael habe ich schon. Dann Florian, Grüße gehen raus an dich. Und der Ice Player, ich sage auch mal Grüße raus an dich. Und danke, dass ihr alle dabei wart. Und ja, ich bin gespannt, wer alles in der WhatsApp-Gruppe dabei ist. Und wird geil. Morgen beim Video unbedingt einschalten. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Haut rein. Bis dahin. Und jetzt endlich. Ciao, ciao. Aua. Aua. Ciao, ciao. Ach Mann, ist das alles traurig hier. Hilfe.